Im absoluten Kracher spielt der 21. Fallbergliga-Runde traf der Frastanzer FC Nenzing auf der eigenen Anlage auf den FC Brauerei Eck. Nenzing von rechts nach links spielte gleich von Beginn an munter drauf los. Bereits nach wenigen Minuten die erste Möglichkeit. Zech bediente Schallert, der scheiterte aber an Fitz. Nach 10 Minuten erneut die in Blau-Schwarz spielenden Hausherren. Wieder brachte Spielertrainer Zech den Ball zur Mitte. Detschit behauptete die Kugel im Strafraum, sah Schnetzer und der versenkte das Leder locker im Tor. Nenzing führte also 1:0. Die Walgauer nun mit einer breiten Brust und mit Detschit. Der Youngster setzte sich auf der linken Seite durch, flankte, aber Schallert brachte den Ball nicht im Tor unter. Wir sind schon in Minute 30, der FC Eck mit einem Freistoß durch Holtschum. Der Ball segelte weit in den Strafraum, Schneider köpfte retour, Wolf probierte es Volley und Meier vollendete schlussendlich. Plötzlich stand es 1:1. Nenzing steckte aber nicht auf, ganz im Gegenteil, wieder setzte sich Detzet gut durch, sein Schuss streifte aber am langen Pfosten vorbei. Die Gäste aus dem Brienzer Wald fanden nun aber ebenfalls besser in die Partie. Nur 3 Minuten nach dem Ausgleich fand der Ball den Weg zu Wolf, der legte ab und Meusburger beförderte die Kugel mit dieser Granate in die Maschen. Der FC Eck führte plötzlich in Nenzing 2:1. Der FC Nenzing blieb trotz des Rückstandes weiter am Drücker. Burcher mit dem Freistoß, Schallert kam an den Ball, verfehlte das Tor aber erneut knapp. Und so wurden beim 1:2 aus Sicht der Hausherren die Sacken gewechselt. Rein in den zweiten Durchgang, wieder machte Nenzing von Beginn an Druck, Zech mit der Hereingabe auf Simona, dessen Schuss war aber eine sichere Beute von Fitz. Die Zeche helfen nun mit Chancen im Minutentakt, Schnetzer hier mit der Flanke, Detzet pflückte das Spielgerät herunter, schoss dann aber knapp vorbei. Wir sind schon in Minute 68, Schallert wurde tief in der gegnerischen Hälfte angespielt, der Goalgetter der Walgauer mit der Maßflanke, Detzet stand goldrichtig und erzielte per Kopf den verdienten 2:2 Ausgleich. Die Nenzinger waren wieder im Spiel. Und die Jungs um Spielertrainer Mike Zech wollten nun mehr, dementsprechend wurde weiter offensiv nach vorne gespielt. Schallert traf hier zunächst aber nur den Gegenspieler, Detzet legte zurück auf Janscher und der traf zum viel umjubelten 3:2. Noch war die Partie aber nicht zu Ende, der FC Eck hatte Freistoß, Olcum mit diesem Hammer, Hacı Salioglu konnte die Kugel nicht halten, Meier brachte das Leder aber ebenfalls nicht unter Kontrolle. Wir sind schon in der Nachspielzeit, noch einmal Einwurf FC Eck, der Ball fand den Weg zu Meusburger, der probierte es per Fallrückzieher, traf aber nur die Querlatte und so besiegte der FC Nenzing den FC Eck 3:2. Wir haben das ganze Spiel dominiert, bis auf die letzten 5 Minuten. Also schlussendlich war es verdient. Zwischenzeitlich in der ersten Hälfte 2 Gegentore bekommen, war das ein kleiner Rückschlag? Ja, das schon, aber da wir das Spiel dominiert haben und da es nur Eigenfehler waren, konnten wir nochmal zurückschlagen. Ja, ich bin der Meinung, dass es ein hervorragendes Fußballspiel gewesen ist mit irrsinnig toller Szene, 2 faire Mannschaften, 2 gute Mannschaften und der Sieg ist vielleicht ein bisschen glücklich, sage ich jetzt mal, durch den Latte-Treffer in der letzten Minute, aber die zweite Halbzeit haben wir sensationell gut gespielt. Wie zufrieden sind Sie mit der Leistung in dieser Saison? Ja, ich glaube, ich könnte nicht zufriedener sein. Wir spielen mit derselben Mannschaft, die wir in der Landesliga gehabt haben, spielen in der Vorarlbergliga mit. Also das, da muss ich sagen, Hut ab. Wirtschaftlich von Vorteil sind natürlich auch die großen Sponsoren. Heute die Firma Wilhelmer Spielsponsor. Wie gut ist die Zusammenarbeit mit den Sponsoren? Ja, mit dem Franz Wilhelmer haben wir natürlich seit vielen, vielen Jahren eine sehr gute Zusammenarbeit. Wir wissen, dass wir uns auf ein Land verlassen können. Er unterstützt uns in vielen Belangen und ja, wir freuen uns, dass wir so einen Partner haben.